Die Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch ist ein Ort, an dem sich Jugendliche treffen. Für unsere Besucher ist sie daher einfach ihr Treff. Ja, also ich bin hier in der 7. Klasse hergekommen und ja, was soll ich sagen, ich hatte halt viel Freizeit. Und hier gab es halt immer was zu tun und ja, man hat halt immer was zu tun hier und hat Spaß gemacht, herzukommen. Der Treff ist ein Ort, an dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen können, wo sie Freunde treffen können. Sie können hier spielen, sie können aber auch Unterstützung und Hilfestellungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel bei Hausaufgaben, bei Bewerbungsschreiben oder bei Problemen jedweder Art. Also zum Beispiel, wir haben Vorstellungsgespräche geübt oder wir haben so eine Bewerbung geschrieben. Ich habe nach der 9. Klasse halt eine Ausbildung gesucht und habe auch schon vor der 9. Klasse hier Bewerbung geschrieben und überall hingeschickt und alleine war das halt ziemlich schwer. Dann habe ich halt mal den Martin gefragt und der hat gesagt, ja, ich kann dir helfen. Und ja, der hat mir auch früher schon in der Schule geholfen ab und zu mal, wenn ich halt lernen musste für Arbeiten. Also das mit dem Bewerbungstraining fand ich sehr gut. Ich habe auch alle Tipps und Tricks verwendet und dadurch habe ich auch jetzt eine Ausbildung gefunden. Alleine hätte ich das jetzt hinbekommen. Zu uns kommen hauptsächlich Jugendliche hier aus dem direkten Umfeld der Jugendfreizeitstätte. Du bist immer der Weiße von uns. Ich verbringe hier meine Freizeit im Treff, spiele gern Dart mit Freunden, treffe meine Freunde hier auch und ist sehr cool hier. Ja, mir gefällt hier quasi fast alles. Hier kann man gut chillen, gut spielen. Ja. Heute habe ich das erste Mal Bogenschießen gemacht und hat auf Anhieb eigentlich gut geklappt. Ich habe es hier auch schon mal gemacht und es hat wie das letzte Mal Spaß gemacht. Mit dem Bogenschießen lernen die Jugendlichen, Kraft auszuschöpfen, sich zu konzentrieren und auch ihre Fertigkeit zu testen, da man da sehr geschickt sein muss. Oh, geil, geil! Oh, geil, der war super, der war richtig gut, sau stark. Wir arbeiten mit den Schulen hier vor Ort und anderen sozialen Einrichtungen zusammen. Zweimal die Woche können die XLO-Schüler ins Café hier kommen in ihrer Mittagspause und können den Treff für sich nutzen. Und es gibt noch zwei AGs, die jeweils montags stattfinden. Die eine AG ist eine Mädchen-AG und da kommen die Mädchen vorbei und es wird gespielt, erzählt, gekocht. Es gibt mädchenspezifische Angebote. Wir machen mal Window-Colors, Spielspiele, basteln, kochen auch. Im Treff gibt es auch eine Küche, die nutzen wir, um mit Gruppen, zum Beispiel mit den AG, zu kochen. Zum Beispiel Pizza, Spaghetti oder wir backen auch manchmal einen Kuchen oder auch Waffeln. Die eine und die Werbe sind auch nett und mit dem macht es halt auch Spaß. Ja. Und die zweite AG ist mit der Schlossschule, die heißt AG Spiel. Da gibt es verschiedene Spielangebote. Ich mag am liebsten eigentlich das Billard. Billard und Tischspiele, das sind die besten, also die Sachen, die mir am besten gefallen. Wir nehmen Kontakt zu Jugendlichen auf, kommen mit ihnen ins Gespräch. Wir versuchen zu vermitteln, wenn es zum Beispiel Streitsituationen gibt zwischen den Jugendlichen. Wir helfen auch, wenn sie Probleme mit Eltern haben oder in Schule. Da verstehen wir uns als Vermittler zwischen Schule und den Jugendlichen. Wir spielen mit den Jugendlichen, wir nehmen uns Zeit und hören zu. Ein Mitarbeiter, der hier im Treff arbeitet, sollte vertrauenswürdig sein, sollte gut zuhören können, Verständnis zeigen. Aber ganz, ganz wichtig ist es, wertschätzend zu sein den Jugendlichen gegenüber. Das heißt, man agiert so, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Also mir gefällt der Umgang mit den Personen. Mir gefallen hier die Betreuer. Und die Spiele, und hier kann man viel Spaß machen, man kann sich hier die Freunde treffen und so. Ja, die Mitarbeiter sind sehr sympathisch und sehr nett. Ja, die gute Stimmung, die Mitarbeiter sind auch ganz nett, genauso wie die Leute, die hierher kommen. Also die Betreuer sind super nett hier, ich kann mich nicht beklagen, spielen mit einem, freundlich, sympathisch, also man versteht sich wirklich gut. Ja, also ich finde die Mitarbeiter sehr sympathisch und also sie sind nett. Und spielen auch gerne mit uns und das finde ich halt gut. Also wir veranstalten hier ein Fußballturnier mit unseren Freunden. Der Martin hilft uns dabei und begleitet uns mit und spielt den Schiedsrichter. Bevor das Turnier anfängt, wird dann nochmal, der Martin spricht dann halt, wie wir uns zu verhalten haben und
dass jeder halt ruhig spielen soll, Fair Play, wie es angesagt und so. Und danach fängt das Turnier dann erst an. Der Treff ist für mich so eine Art Stützpunkt, sag ich jetzt mal, wo man halt all seine Freunde treffen kann, mit denen auch ein bisschen Blödsinn machen kann, Tischtennis spielen und verschiedene Sachen halt machen kann. Die freie Spielmöglichkeit, also dass man verschiedene Spiele spielen kann und immer mit verschiedenen Leuten. Ja, und dass immer eine gute Stimmung ist. Ja, also eigentlich ist der ganze Treffen Highlight, sag ich mal so. Mit Freunden treffen, chillen, Teenie-Discos und alles. Macht sehr Spaß. Die Disco auf jeden Fall. Die Disco war immer, also ich habe früher der alte DJ, der wollte dann irgendwann mal halt weggehen. Und habe ich halt mal so gefragt, ob ich auch mal hier DJ machen kann und so. Und der hat mir dann beigebracht. Und ja, seitdem ist halt die Disco für mich das größte Highlight, was es hier gibt. Also in der Disco finde ich gut, dass alle beieinander sind. Es gibt nicht Streit. Und eigentlich jeder ist davon begeistert. Als DJ hier kriegt man auch viele Komplimente gemacht. Und ja, das finde ich auch sehr gut. Und es kommt eigentlich auch darauf an, dass man den Gästen, sage ich jetzt mal, entgegenkommt. Ich mache auch zu Hause viel mit Musik und habe auch zu Hause halt die verschiedenen Programme. Und ja, ist halt schon ein bisschen so ein richtiges Hobby für mich. Ich wünsche mir für die Zukunft, für den Treff, dass er im Stadtteil weiterhin so positiv wahrgenommen wird und dass wir an den Jugendlichen dranbleiben und dass wir immer Ideen haben, die auch im Trend sind mit den Jugendlichen. Ja, und dass wir weiterhin so gut besucht und gut an den Jugendlichen dran sind. Den Treff in 10 Jahren stelle ich mir vor als Einrichtung, die eigentlich immer weiterhin so bleibt, wie sie ist, weil es einfach so perfekt ist. Ja, ganz gut wäre mal ein Air-Hockey-Tisch eigentlich. aber eigentlich soll es so bleiben, wie es ist. Der Treff soll so bleiben, wie er ist.